Wir möchten uns heute mit einem Thema befassen, das uns eigentlich alle angeht. Und viele von uns sind auf der Suche. Auf der Suche nach Gott, dem Glauben. Und wo ist der Eingang? Vielleicht können wir diese Frage heute klären. Ich habe zwei sehr nette Gäste bei mir im Studio. Gudrun Schäfer, hallo, herzlich hallo. Willkommen. Und Professor Pater Dr. Hubert Lenz, hallo, auch Ihnen herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe eben schon gesagt, vielen Menschen geht es ja so, dass sie vielleicht einen Eingang suchen. Manchen Kindern wird der Glaube einfach so mit auf den Weg gegeben, aber als Erwachsener, da denken wir nach, da fragen wir, da zweifeln wir, auch wenn wir glauben wollen. Es gibt jetzt eine Projektstelle, die sich genau dieses Themas angenommen hat. Was verbirgt sich dahinter? Ja, wir haben vor gut 6 Jahren in Fallenda im großen Raum der Philosophisch-Theologischen Hochschule die Projektstelle Wege erwachsenen Glaubens gegründet. Mhm. Einfach, weil wir so den Eindruck haben, die Erfahrung gemacht haben, dass es eben für Säuglinge, für Kinder, für Jugendliche vieles gibt oder für deren Eltern etwas gibt, Säuglinge bei der Taufe, aber dass es eigentlich kaum Hilfe gibt, wenn ein Erwachsener sagt, ja, ich nabel mich jetzt ganz von zu Hause ab und was möchte ich eigentlich selbst tun? Oder wenn ein Erwachsener, der vielleicht gar nicht viel mitbekommen hat in seiner Kindheit, und das ist ja der größere Teil, dass er sagt, ich würde eigentlich mich jetzt schon mit solchen Fragen befassen, was ist eigentlich so der Sinn des Lebens, was macht mein Leben aus, wie ist es mit Gott? Mhm. Und da glauben wir, dass Wege erwachsenen Glaubens, Glaubenskurse auch oft genannt, da so ein Eingang sein können. Frau Schäfer, wie sind Sie dazugekommen? Ja, ich arbeite seit 1994 in Fallenda. Die Glaubenskurse gab es da schon 2 Jahre und ich bin dann schnell dazugestoßen. Und mich hat es auch fasziniert, dass Menschen lernen, über ihren Glauben zu sprechen. Und dass man da merkt, dass es wirklich eine Bereicherung fürs Leben ist. Dass man ja seine Freuden und auch seine Sorgen, seine Nöte, seine Fragen, die man hat, dass man die mit anderen besprechen kann. Und dass man merkt, man geht da ein Stück des Weges gemeinsam. Und das hat mich so, ja, selbst so angesprochen, dass ich da auch direkt als Ehrenamtliche noch mitgemacht habe. Und das ist überhaupt, wir haben einen großen Stab von Ehrenamtlichen, die mitarbeiten und die ähnlich den Weg dann gegangen sind. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich Teil des Konzeptes, dass eben Sie sind Pater, aber dass viele Ehrenamtliche das sozusagen einfach auch in die Welt weitertragen, diese Möglichkeit, über den Glauben zu sprechen? Das ist ganz genau. Unser Anliegen ist eigentlich, dass wir Menschen helfen, im Glauben erwachsen zu werden, wie dieses Schaubild das deutlich macht, so auf dieser Treppe, wirklich da, wo die 3 Fragezeichen sind, wo das Erwachsene steht, dass man da selbst einen Stand bekommt und sagt, so, dafür stehe ich, da bin ich. Und wenn das jemand im Leben erfahren hat, dass Gott ihm wichtig geworden ist, dass wirklich, dass das Leben dann auch eine Form von Erfüllung hat, die einen einfach froh macht und etwas anderes gibt, dann möchte man das gar nicht für sich behalten. So wie man sich freut über die Geburt eines Kindes, freut man sich, wenn man da eine neue Beziehung im Glauben gefunden hat. Und dann erzählt man das anderen weiter. Und eine ganze Reihe sind dann auch interessiert und bereit, so nach einiger Zeit, wenn sie hineingewachsen sind, selbst bei Kursen als Mitarbeitende, Mann oder Frau, mitzuwirken. Und das ist an sich immer eine großartige Sache, wo ich denke, meine Aufgabe ist dann vor allem, denen zu helfen, dass sie anderen helfen. Mhm. Nehmen wir es ruhig aber auch mal ganz konkret. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel in die katholische Kirche geht, da gibt es Riten, die muss man erstmal verstehen. Man muss vielleicht auch beten lernen. Auch die Texte sind zum Teil nicht ganz einfach. Wenn Sie jetzt sagen, Glaubenskurs, stelle ich mir das wirklich so vor, dass das eben auch ja, so ein bisschen so etwas sein kann, wo mir grundsätzliche Dinge auch erstmal erklärt werden, dass ich auch da einen Zugang zu finden kann? Ja, aber das geht nicht so, dass da vorne jemand steht und einen Vortrag hält und das erklärt, sondern es ist so ähnlich, wie ein Kind zum Beispiel Essen lernt. Da sagen die Eltern ja auch nicht, heute Mittag treffen wir uns und dann bringen wir unserem Kind das Essen bei, sondern die Eltern treffen sich am Tisch und essen miteinander und das Kind sitzt dabei und es isst so mit, wie es kann. Und so geht auch ein Glaubenskurs. Es gibt ein Team, das macht sich auf den Weg und sagt, wir wollen einen Kurs, also wir wollen gemeinsam jetzt eine intensive Zeit miteinander gehen und da werden andere eingeladen, daran teilzuhaben. Wie das Kind beim Tisch dabei sitzt, sind die anderen dabei und gehen diese Glaubensschritte einfach mit. Mhm. Ich will das mal ein Beispiel deutlich machen. Als ich kleines Kind war, hatte ich 2 Cousinen in Amerika. Die kannte ich nicht, aber vom Erzählen meiner Eltern her waren die ganz präsent. Ja. Durch meine Eltern. Und was wir eigentlich möchten, ist, dass durch die Art, wie der Mitarbeiterkreis diesen Kurs gestaltet, wenn man miteinander in kleinen Gruppen spricht, wenn man miteinander auch mal jetzt einen Impuls hört oder Sonstiges miteinander vollzieht, miteinander betet, dass da gleichsam so ein Funke überspringt, dass man spürt, ah ja,
die verhalten sich so, dass sie merken, dass sie glauben, davon überzeugt sind, da ist Gott dabei und dann, ja, dann steckt das an. Ja. Und da passiert etwas im Menschen. Und wenn dieser Prozess ausgelöst wird, dann kommen auch Fragen, dass man vielleicht den Gottesdienstablauf erklärt, wie wir das auch tun. Aber ich glaube, es muss erst so ein innerer Funke springen und der fehlt oft. Ist denn gerade auch ein ganz wichtiger Punkt im Glaube, diese Gemeinschaft, ist das genau etwas, was dabei ja ganz lebendig sein kann? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus hat ja schon gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Also diese Gemeinschaft im Glauben ist dann eine Bestärkung und die hilft auch durch Dürrezeiten hindurch. Und es ist eigentlich so, dass Menschen durch andere, die glauben, selber zum Glauben kommen. Das ist bei den Kindern über die Familie, aber eben bei Erwachsenen über andere Erwachsene. Und darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Erwachsenen helfen, dass sie selber im Glauben wachsen und dass sie andere gleichsam anstecken können. Mhm. Hört sich spannend an. Wer sich da jetzt informieren möchte, gibt es Materialien oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist das etwas, was ich irgendwie sowohl in der Gruppe als auch für mich alleine dann vielleicht so ein bisschen auch mich erstmal annähern kann? Ja, es gibt also bei unseren Glaubenskursen auch ein Teilnehmerheft und auch Themenhefte, die dann weiterführen können. Und also es gibt ganz unterschiedliche und viele Materialien, weil wir möchten auch nicht nur, dass der Kurs in Fallender stattfindet, sondern dass auch andere Menschen befähigt werden, vor Ort, da in der Gemeinde, wo sie sind, diesen Kurs durchführen zu können. Mhm. Deshalb gibt es bei uns in Fallender auch Kursangebote, an denen man dann teilnehmen kann, dass man das Ganze besser kennenlernt, auch Workshops und Ähnliches und halt eben auch die entsprechenden Materialien. Mhm. Mhm. Funktioniert das auch schon, dass sich das wirklich in die Welt trägt? Oh ja, in die Welt kann man fast sagen, also es geht in mehrere Länder schon, dass das von uns schon nach unseren Unterlagen gearbeitet wird. Der Glaubenskurs, bei uns das Feuer neu entfachen, das ist sozusagen unsere Hausmarke, der ist sogar schon ins Ungarische übersetzt. Und wie gesagt, Frau Schäfer sagt es eben schon, zu diesem Glaubenskurs gibt es ein Teilnehmerheft. Da gibt es auch Hilfen, wenn Leute das durchführen wollen. Aber es gibt zu dem Kurs auch eine DVD, wo 8 Sendungen zu dem Glaubenskurs aufgenommen wurden. Das heißt, wo man das entweder für sich macht oder zur Vorbereitung. Unser Ziel ist es immer, dass Gemeinschaft entsteht. Und dann haben wir als zweites den Glaubensweg unterwegs nach Emmaus. Der ist eine leichtere Einstiegshilfe für Menschen, die einfach so sagen, das ist mir ein bisschen zu schwer in der Gemeinde, gleich mit dem Glaubenskurs. Fangen wir doch mal ein bisschen einfacher an. Das werden wir auch noch kennenlernen. Vielleicht jetzt aber erstmal der Hinweis, wer sich informieren möchte, wie nehme ich Kontakt auf? Kann ich anrufen, Internet? Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen weiterhelfen. Ja, wir haben eine sehr interessante Homepage. Das ist www.weg-fallender.de und dann natürlich auch ein Telefon 0261 6402990. Und die Adresse ist in die Wegprojektstelle in Fallender, Postfach 1406 in 56174 Fallender. Super, ich glaube, dann haben wir alles, was wir brauchen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.